sieht es, oder? Ja, man sieht es. Der Architekt kommt durch und durch, ja. Ja, ja. Mit einem internationalen Kunstworkshop, in dessen Rahmen Maler, Zeichner und Grafiker aus Pölsen zwischen dem 19. und dem 27. Juli im Neuenburger Stadtgebiet mit örtlichen Real- und Mittelschülern kreativ agierten, ging das Projekt Töne Farben ohne Grenzen 2016 des Kunstvereins Unverdorben in die nächste Runde. Wie das Ganze genau ablief, hat uns dann Beate Seifert, die erste Vorsitzende, in die Kamera erklärt. Wir sind also am zweiten Tag unseres Workshops Artist in Residence und mit den Schülern und den Künstlern aus Tschechien. Leider ist dieser Tag uns ein bisschen verregnet und die Kinder sind also ins Kunstquartier geflüchtet und machen euch ja den Arbeiten fertig. Gestern sind wir schon in der Stadt verteilt gewesen, also 5 Künstler, drei Schüler circa, und sind ganz wunderbare Arbeiten entstanden. Und ich denke, dass alles der Regen keinen Abbruch tut und wir wieder einem guten Ergebnis rechnen können. Auf jeden Fall Spaß war wirklich dabei und die Schüler haben es auch sehr gut angenommen. Und vielleicht mag uns eine Künstlerin aus Tschechien, die zweite Vorsitzende von Art Wirch, ein paar Worte sagen, und Renata, die zweite Vorsitzende, wird es dann übersetzen. Da hat gepasst. Wir sind, jeder Künstler hat 3 Kinder nur dabei gehabt. Und wir sind etliche Locations in Neuenburg durchgegangen. Und an verschiedenen Stellen in Neuenburg haben wir gemalt. Das öffentliche Malen in der Altstadt zog natürlich Blicke auf sich. Unter anderem auch die des ersten Bürgermeisters Martin Birner. Ich freue mich natürlich sehr, dass der Kunstverein Unverdorben diese Aktion hier ins Leben gerufen hat. Mit internationalen Künstlern, mit unseren Schülerinnen und Schülern der Mittelschule hier ein Konzept, einen Künstlerwettbewerb mit Anleitung hier der internationalen Künstler aus Tschechien, Stadtansichten aufzunehmen, einmal die Sichtweise der Künstler, wie die Herangehensweise ist, an so ein Stück zu erörtern. Und da hat der Kunstverein Unverdorben das organisiert und die Fäden gezogen. Und es ist wirklich ein tolles Projekt. Ich habe das heute Vormittag angeschaut mit den Schülern. Die waren also mit begeistert. Gestern auch waren die schon toll. Und das ist ein absolut interessantes Projekt. Vor Situationen im Stadtpark oder vor Eingangssituationen oder vom Rathaus einmal zu verweilen und genau die Situation aufzunehmen und die Ansicht zu Papier zu bringen. Also vielen herzlichen Dank an alle engagierten Lehrkräfte, an den Kunstverein Unverdorben und Künstler, die die Aktion hier geplant haben und durchgeführt haben. Na, ich frage, Neuenburg ist schön,